Fraktion das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauer, Agrarbericht 2014. Ich möchte zitieren, mit einem Zitat beginnen. Der politische und gesellschaftliche Konsens, die Landwirtschaft als elementaren Teil unserer ökonomischen, sozialen, ökologischen und kulturellen Gesellschaftsstruktur anzuerkennen, ist in Teilen brüchig geworden. Das war der Landwirtschaftsminister Schmidt in seiner Erklärung zum Agrarbericht. Zweites Zitat, auch vom Landwirtschaftsminister. Die Bruttowertschöpfung im Bereich der Ernährungs- und Landwirtschaft beträgt 161 Milliarden Euro. Die Zahl ist heute schon mal genannt worden. Das entspricht einem Anteil an der gesamten Wertschöpfung von 6%. Und zwischen diesen beiden Zitaten wird das Spannungsfeld klar, in dem wir uns zurzeit befinden. Wir haben eine sehr leistungsfähige Agrarwirtschaft, aber wir haben auch eine gesellschaftliche Entwicklung, die dem Produkt der Agrarwirtschaft nicht mehr das Zutrauen entgegenbringt, das es sie eigentlich entgegenbringen muss. Und das ist genau der Schwerpunkt, an dem wir werden arbeiten müssen. Und zwar unter Akzeptanz der Kritik, die aufgetreten ist. Der Agrarbericht betont die Bedeutung eines verantwortungsvollen Umgangs mit Tieren und Umwelt. Auch zitiert worden ist heute bereits Professor Spiller, der mit seinem Gutachten, und zwar über die Marketingseite, und die darf man nie vergessen, deutlich macht, wo das Produkt in seinem Umfeld wahrgenommen wird, zurzeit in Deutschland. Das heißt, es gibt in Deutschland nachhaltig in unserem inneren Kreis und nicht draußen, sondern im Inneren ein Unwohlsein. Und dieses Unwohlsein kann man nicht wegdiskutieren, denn es ist da. Und man kann es auch nicht niederdecken, denn es ist da. Und das heißt, wir müssen damit umgehen. Umgehen heißt, eine Strategie nach vorne zu entwickeln. Dabei kann Tierwohl eine sehr große Rolle spielen. Und ich möchte mich ausdrücklich bei meiner Kollegin Christina Janz bedanken, die da wirklich ein ausgesprochen innovatives Papier vorangebracht hat. Und wir werden auch gemeinsam mit Christina dafür kämpfen, dass wir es umsetzen. Denn Tierwohl ist ein marktrelevanter Faktor. Wenn wir uns aber mit diesem marktrelevanten Faktor auseinandersetzen wollen, dann brauchen wir dazu nicht Versuche und Probieren, sondern wir brauchen nachhaltige wissenschaftliche Untersuchungen. Die Kollegin Pahlmann hat gerade den Bereich Forschung angesprochen. Wir sind ein Land, das in Forschung und Entwicklung sehr stark ist. Wir sind aber in der Frage des Tierwohls offensichtlich noch nicht dazu in der Lage, nachhaltige Untersuchungsergebnisse vorlegen zu können. Das wird unsere Aufgabe sein. Es wird diskutiert, der Stall der Zukunft. Aber der Stall der Zukunft, das haben wir gestern im Gespräch mit der DAFA gemerkt, ist ein ausgesprochen vielschichtiges und analytisch schwer zu erfassendes Instrument. Und die DAFA weist zu Recht darauf hin, dass, wenn man das erproben will, das nicht in einem Stream, sondern in mehreren machen muss. Das heißt, ich muss gleichzeitig mehrere Projekte auf den Weg bringen. Und wenn man das tun will und auch die Landwirte, die man dort zu braucht, denen eine nachhaltige Sicherheit für ihr Experiment geben will, dann, Herr Minister Schmidt, müssen wir dafür Geld geben. Das ist die einfache Tatsache und die einfache Wahrheit. Und das gilt auch für andere Forschungsbereiche. Es ist eben angesprochen worden, die Eiweißpflanzenstrategie. Ja, okay. Aber Kolleginnen und Kollegen, mit der Eiweißpflanzenstrategie, in der wir die richtige Richtung geben, geben wir aber am Ende keine schlüssige Antwort. Und das heißt, dass wir auch im Rahmen der Eiweißpflanzenstrategie nachdenken, sehr, sehr nachdenken darüber müssen, wie wir Proteine in einem ganz anderen Maße nutzen können, als wir sie zurzeit nutzen. Denn es ist nicht nur der Weg über das Tier, die Nutzung von Proteinen. Es gibt auch andere Nutzungsmöglichkeiten von Proteinen. Und auch dort werden wir Geld in die Hand nehmen müssen, um zu forschen. Forschung ist schlechthin der Ansatz, den wir brauchen, um überhaupt agieren zu können, da die Uhrzeit schon wieder abgelaufen ist. Lassen Sie mich Folgendes sagen. Landwirtschaft in Made in Germany ist weltweit gefragt. Wir haben hochwertige Lebensmittel, wir haben sehr hohe prozessorientierte Standards und wir haben Spitzentechnologie im Bereich der Landmaschinentechnik. Wir können es schaffen, die ökonomischen Interessen der Landwirtschaft mit den gestiegenen Anforderungen des Verbraucherinnen und des Umweltschutzes zu verknüpfen. Aber wir müssen es auch tun wollen. Und dann werden wir dafür Geld in die Hand nehmen müssen. Wir müssen besser werden. Forschung ist hier von zentraler Bedeutung. Der Agrarsektor ist einer der wenigen Sektoren, und das ist mir in diesen letzten 2 Jahren klar geworden, wo Deutschland Urproduktion hat. Wir reden immer davon, dass wir nur eine Basis haben, das ist unser Wissen. Nein, wir haben im landwirtschaftlichen Bereich auch Urproduktion, und da müssen wir die Möglichkeiten, die wir im Bereich der Urproduktion haben, nutzen. Pflanzen sind ein Mittel der Urproduktion.
Aber dann reicht es nicht, darüber zu reden. Dann muss man Geld in die Hand nehmen, um hier eine Zukunftsperspektive aufzubauen. Wir können das, wir wollen das, und dann geben wir unter den Aspekten Big Data, Top-Technologie, hochengagierte Landwirtschaft mit stark ausgeprägtem Umwelt- und Produktbewusstsein hier einen Zyklus vor, mit dem Deutschland in der Welt Vorreiter sein kann, wenn wir denn wollen. Danke fürs Zuhören. Vielen Dank. Als letzter Redner in dieser